Frauenleben ist unsichtbar. Frauenleben heute sind immer noch geprägt von Abhängigkeiten, von Rollenzwang und Unterbezahlung. Wir sind von Gewalt betroffen und fühlen uns oft stimmlos und machtlos. Abhängigkeit. Von der Engstirnigkeit anderer, vom Geld, von Machtansprüchen, von Gewalt. Abhängigkeit behindert mein Frauenleben. Rollenzwang. Zugeschriebene Rollenbilder. Gesellschaftlich geprägte Vorstellungen, wie eine Frau zu sein hat, was sie zu tun und zu lassen hat. Gut, nein, besser sein müssen als Mutter, Geliebte, Geschäftsfrau, Organisatorin etc. Rollenzwang behindert mein Frauenleben. Unterbezahlung. Kein gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Überproportional vertretene Frauen in sozialen Berufen, die schlecht bezahlt sind. Überproportional vertreten in unbezahlten und ehrenamtlichen Bereichen. Unterbezahlung behindert mein Frauenleben. Gewalt. Körperliche, sexuelle, psychische Gewalt. Gewalt im Zusammenleben, in Strukturen. Gewalt besonders auch in Kriegszeiten. Gewalt behindert mein Frauenleben. Keine Stimme haben. Nicht gehört werden. Keine Lobby für Forderungen von Frauen. Mundtot gemacht werden. Als unbedeutend abgetan werden. Selbst nicht mehr an sich glauben. Sich nicht mehr trauen. Keine Stimme haben behindert mein Frauenleben. Machtlosigkeit. Ungerechte Strukturen. Fehlende Gleichwertigkeit, mangelnde Gleichberechtigung, trotzdem funktionieren müssen. Machtlosigkeit behindert mein Frauenleben. Stehen wir auf, stehen wir füreinander auf. Frauen, werdet sichtbar. Stärken wir einander heute am Weltfrauentag. Und an jedem Tag im Jahr. Wir sind nicht allein. Wir erheben unsere Stimme. Wir ermutigen uns. Wir haben Kraft und Macht. Ich bestimme mein Leben selbst. Ich lebe meine Talente und Visionen. Als Frau bin ich wertvoll, bin ich gut, bin ich ganz, als Frau bin ich schön. Ich nehme Hilfe an. Ich vertrete meine Meinung. Ich habe Mut zur Macht. Lachen wir, lieben wir, streiten wir. Nähren wir die helle Seite des Lebens. Seien wir unverschämt zuversichtlich. Einen stärkenden Weltfrauentag wünscht das Team vom Haus der Frauen. Empowerment, Bildung, Spiritualität, Auszeit.